An diesem Abend vom Tag des Herrn, ja, an dem Abend von dem 10. Juni 2018, eine weitere Predigt über Jesu Christi Erlösungswerk und von den schönen, gesegneten, köstlichen Ergebnissen davon. Mein Titel also heute Abend: Oh, wie köstlich ist es, dass wir nahegebracht worden sind durch Christi Blut. Wir haben schon zweimal darüber gepredigt. Wir predigen heute Abend für ein drittes Mal über diese Bibelstelle. Epheser 2 und Vers 13. Aber um Vers 13 behandeln zu können in einem guten Kontext, in dem richtigen Kontext, lesen wir alle die Versen ab Vers 11 bis zum Ende von Vers 22. Paulus redete hier zu den Ephesern. Sie waren Heiden. Sie waren nicht Juden, die meisten von ihnen. Darum gedenkt daran, sagt er ihnen, in Vers 11, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Vers 13, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen in Weg tat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Mensch zu schaffen und Frieden zu stiften. Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Okay, Vers 12 und 13. Dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Unsere eigene Bibelstelle, worüber wir am meisten reden werden wollen. Zentrale Bibelstelle, Vers 13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Die Segnung, wovon ihr lesen, die größte Segnung, wovon ihr in Vers 13 lesen, ist, dass wir nahegebracht worden sind. Die alle, die aus den Heiden zum Glauben kamen damals, waren auch nahegebracht worden. Nahegebracht in mehrfachen Sinn, auf mehrfache Arten und Weisen. Aber um dies als köstliche Schätze bekommen zu können, mussten zwei Dinge unbedingt stattfinden. Und um dies herum, nahegebracht worden als geistliche Juwele, die unendlich köstlich ist, als Schatz, geistlicher Schatz, der unbeschreiblich köstlich ist, die zwei Quellen dieser göttlichen Segen. Die zwei Phrasen, erstens in Christus Jesus und die zweite durch das Blut des Christus. Diese zwei sind die Gründe, warum wir diese Segnung von nahegebracht worden genießen und auf ewig genießen werden. Für die Rest dieser Weltzeit, für die ganze zukünftige Ewigkeit. Die ganze zukünftige Ewigkeit lang. Die Tatsache ist, zwischen diese zwei müssen wir ein Gleichgewicht bekommen, geführt vom Heiligen Geist, um dies
wahrlich gut begreifen zu können, wie köstlich dieser Schatz ist. Erstens in Christus Jesus. Aber dies ist eigentlich Nummer zwei, was die Bedeutung betrifft. Nummer eins von den zwei Ursachen von dem Segen, dass wir nahegebracht worden sind. Alle von uns, die einst fern waren, nahegebracht worden. Erste von den zwei ist das Blut des Christus. Zweite davon, in Christus Jesus. Hier haben wir eigentlich das ganze Evangelium. Durch das Blut des Christus haben wir empfangen von Gott völlige Vergebung für die Zeit und für die Ewigkeit all unsere Sünden. Die Sünden unserer Gegenwart, die Sünden unserer Vergangenheit, die Sünden unserer Zukunft. Und zweitens, dadurch haben wir Vergebung erhalten und damit zusammen auch Rechtfertigung. Freigesprochen worden, weil wir sind freigesprochen von all unserer Sünden Schuld, weil dies ist doch logisch und unvermeidlich. Mit Vergebung zusammen, dazu gehört unbedingt und logischerweise und unvermeidlich gerechtfertigt worden. Gerecht erklärt worden durch den Gott des Himmels. Durch Gott den Vater. Und nicht nur gerechtfertigt erklärt, nicht mehr schuldig, sondern überhaupt nicht mehr schuldig, völlig unschuldig. Dazu kommt auch noch, was wir in dem zweiten Korintherbrief haben. Wir sind sogar zur Gerechtigkeit Gottes in Christus gemacht worden. Wir sind zum Nullpunkt gebracht worden, durch das wir gerechtfertigt worden sind, durch das wir überhaupt nicht mehr schuldig waren oder sein können. Und dann sind wir von dem Nullpunkt zu dem 100%igen Punkt gebracht worden. 100%ig sind dazu hinzugefügt worden, durch das Christus, was er geschaffen hat in der Zeit seines irdischen Dienstes. Als er Gottes Gebote völlig an seine Stelle, aber eigentlich als der letzte Adamsmensch an Stelle der auserwählten Menschen geschaffen und vollständig hat. Für dies uns zugerechnet. Christi gerechtes Leben. Christi Leben des Gehorsams. Von 33,5 Jahren. Insbesondere von den letzten 3,5 Jahren. Als er sich in seinem Leib der Erniedrigung befand, brachte dies zu uns als Gottes Geschenk, als Gottes Zusage, weil er hat dies an deiner Stelle und an meiner Stelle vervollständigt. Johann, Du hast gerecht gelebt. Du hast all meine Gebote perfekt gehalten, weil Christus hat es an deiner Stelle gehalten und ich rechne dir dies zu. Ich schenke dir, was er diesbezüglich geschaffen hat. Aber dies ist wahrgemacht worden, durch das Gott uns in Christus Jesus hineingebracht hat. Durch das er uns neu erschaffen hat. Was ist stattgefunden, als er uns neu erschaffen hat? Er hat uns neues Leben geschenkt. Davor hatten wir nur existiert. Ein Todesexistenz haben wir erlitten. Als geistliche Leichen. Aber dann wurden wir lebendig gemacht mit Christus zusammen aus unseren geistlichen Gräbern, mit ihm auferweckt worden. Und in den himmlischen Regionen mitversetzt worden. Und dies ist eigentlich das ganze Evangelium. Auf Deutsch haben wir mehrmals gesagt, auch in unserem Deutschkurs, es geht über E und E. Vergebung, Rechtfertigung und neues Leben. Oder wahres Leben. Wer den Sohn Gottes in ihm drin hat, hat das ewige Leben. Gottes Errettung, Gottes Heil in Christus, die er uns geschenkt hat, wodurch er uns aus unserem absolut verlorenen Zustand gerettet hat, besteht aus beide diese Tatsachen. Leider betonen 99% alle Prediger nur die Reinigung durch Jesu Christi Blut.
Köstlich wie es ist, überhaupt nicht ausreichend. Was hätte es mir gebracht, um gereinigt zu werden, aber ich werde nicht neues Leben haben. Aber er hat mir in Christus Jesus hineingebracht. Er hat mich mit Christus Jesus vereinigt. Und es ist auch doch köstlich, dass hier geschrieben steht, jetzt aber in nicht Jesus Christus, sondern in Christus Jesus. Auf diese Weise hat Apostel Paulus betont. Ihr seid mit dem himmlischen Christus, mit dem verherrlichten Christus, mit dem Christus, der aus dem Toten auferweckt worden ist, auferstanden ist, der zum Himmel aufgefahren ist, der dort eingesetzt worden ist in seinem verherrlichten Leib als Herr, alle Herren, als König, alle Könige, um euer geistliches Haupt zu werden und zu sein. Und diese Beziehung haben wir mit Christus als eine lebendige Beziehung, als die köstliche Beziehung und auch mit dem Gott, dem Vater, durchgehen. Beide dies finde ich überall im Neuen Testament. Beispielsweise, lasse ich euch zeigen, wo wir dies noch finden, nur als Beispiel aus vielen möglichen anderen Fällen. Offenbarung 3, Verse 19 und 20. In Vers 19 haben wir Vergebung. Und Vers 20 haben wir neues Leben und das Festmahl mit Christus. Wenn man nur gut genug guckt und mit ein bisschen Einsicht liest, wird man es merken. Wenn der Heilige Geist dir die geistlichen Augen öffnen würde, wirst du auch solche Dinge in den Heiligen Schrift entdecken selber. Dir offenbart worden durch den Geist des Christus. Wie herrlich, wie köstlich. Vers 19. Alle, die ich lieb habe. Diese Worte bedeuten, Christus liebt nicht alle. Er liebt nur die Auserwählten. Die anderen liebt er nicht mit der auserwählten Liebe, weil er liebt mit der auserwählten Liebe diejenigen, die sein Vater so liebte von aller Ewigkeit her. Deren Namen im Buch des Lebens geschrieben stand, von bevor Grundlegung der Welt. Alle, die ich in der Tat lieb habe. Die anderen liebe ich nicht auf diese Weise. In ihrem Fall tue ich zwei Dinge und diese zwei Dinge tue ich in ihrem Existenz zu einem bestimmten Ziel und Zweck. Und zwar, solche Leute überführe ich. Wir haben heute Morgen es wieder gesehen. Tut Buße. Tue Buße einzahl, tut Buße mehrzahl. Aber wie kann Buße tun, bevor er überführt worden ist? Bevor sie überführt worden ist. Johannes 16, Vers 8 und 9. Der Heilige Geist als Geistdiskussion wird euch überführen von Sünde, weil ihr nicht an Christus glaubt. Wird euch überführen von Sünde, zweite Sünde, ebenso groß, dass ihr Christus nicht liebt mit der göttlichen Liebe, aus dem Grund, dass ihr ihn noch nicht erhalten habt und seine Liebe noch nicht erhalten habt. Deswegen, die Leute, die so bleiben werden, ohne diese übernatürliche Liebe zu Christus, sie werden eine bloß sentimentale Liebe zu Christus haben, werden am Tag des Gerichts gemäß 1. Johannes 16, Vers 22 hören, du hast mich nicht geliebt, du bist ein Bock in die Hölle mit dir. Du bist verflucht und du wirst ewiglich verflucht sein. Nicht nur um ihn sogenannt als eine Entscheidung für ihn getroffen zu haben, sondern um ihn lieb gewonnen zu haben, mit einer Sonderliebe, ja mit einer Liebe, die viel höher ist, als andere Formen von Liebe, mit einer Liebe, die deine Liebe zu deiner Frau, zu deinen Kindern, zu anderen Menschen wie Hass aussehen lässt. Aber es fängt an mit Buße tun, weil der Heilige Vater im Himmel und der Heilige Christus kann nicht mit uns in unserer Sündengemeinschaft haben. So, alle, die ich lieb habe, überführe ich, damit sie spüren können, wie verschmutzt mit der Sünde sie sind, wie geistlich aussätzig sie sind. Und züchtig ich auch. Bevor der Bekehrung bist du gezüchtigt worden. Diese Züchtigung war nicht in allen Fällen dieselbe. Aber Züchtigung tut immer viel weh. Aber dies ist völlig anders als um gestraft zu werden. Gott straft nicht seine Kinder. Er züchtigt seine Kinder. Er züchtigt sogar seine Kinder, bevor sie
auf eine bewusste Weise gerettet worden sind, immer zu seinem wunderbaren christlichen Ziel und zwar gemäß dem Rats, ewigen Ratschlüsse seines Vaters. Er hat uns schwierige Dinge erleiden lassen. Allerlei schwierige Dinge. In meinem Fall war es eine Kombination von bestimmten schwierigen Dingen. In deinem Fall war es eine Kombination von anderen schwierigen Dingen. Aber dann hast du plötzlich gemerkt, diese Dinge sind nicht umsonst oder zufällig stattgefunden und finden nicht immer noch zufällig statt. Diese Dinge finden statt. Christus zeigt mir, du hast noch nicht Buße getan und weil du noch nicht Buße getan hast mit wahrer Reue, bist du immer noch in deinen Sünden und bezüchtige dich, um dir zu zeigen, wie ich sei, deine Sünde, dein Verhalten, deine Gedanken, deine bösen Gedanken, die aus deinem bösen Herzen herausfließen, hasse. Aber diese zwei Dinge tut er. Er überführt uns und er hat uns überführt, er hat uns gezüchtigt zu dem Ziel und Zweck, was danach kommt, was danach geschrieben steht. Im Licht davon sei nun eifrig und tue Buße. Niemand kann einfach Buße tun auf eine echte Weise. Der Mann konnte nicht von seinem Aussatz geheilt werden, ohne dass Christus mächtig gewirkt hat. Wir sind 100%ig abhängig, hoffnungslos verloren. Wir können nichts leisten, um uns selbst zu retten. Ich konnte sogar nicht Buße tun. Ich konnte nicht selber glauben. Und um Buße tun zu können, musste er mich überführen, durch das er mir gezeigt hat, wie böse meine Werke waren, meine Gedanken, wie falsch meine Motive und alle Dinge. Und dann hat er mich gezüchtigt, dann habe ich gesagt, oh, es tut so viel weh. Aber vielen Dank, Herr Jesus, du hast mich aufwachen lassen. Und dann war ich in der Tat eifrig gemacht worden auf diese Weise. Und habe ich mit allem göttlichen Eifer Buße getan und Gott um Vergebung gebeten. Wir haben heute Morgen gesehen, dass diese Aussätzige ist mit allem Eifer auf Jesus Christus zugekommen. Er konnte kaum warten, weil der Geist des Christus hat sein Herz zu diesem Ziel und Zweck vorbereitet. Und ich sage euch wieder, wie ich euch mehrmals gesagt habe, dass niemand, der nicht mit allem Eifer Buße tut, tut wahre Buße. Solche Buße ist immer einfach falsch und künstlich. Einfach eine Fehlsucht. Sei nun eifrig, so sei nun eifrig und tue Buße. So deutet darauf, reagiere richtig auf, was ich in deinem Leben tue. Weil die meisten Leute in der Gemeinde in Laodicea waren verlorene Menschen. Darüber sind die guten Bibelkommentatoren einstimmig. Und sie mussten eine Person nach dem anderen gerettet werden. Alle die waren auserwählt. Deswegen, ich liebe dich. Ich habe dich von aller Ewigkeit her geliebt, in der auserwählten Liebe, weil mein Vater hat mir mitgeteilt, vom Anfang an, bevor Grundlegung der Welt, von aller Ewigkeit her, er gehört dir, sie gehört dir, er gehört dir, sie gehört dir, sie gehören mir, ich gebe ihnen dir. Und alle solche Leute, nur in ihrem Fall überführt er sie. Die anderen wären nicht überführt. Die anderen haben keine Ahnung von was es eigentlich beinhaltet, um überführt zu sein von seinen Sünden oder von ihren Sünden. Und dann noch gezüchtigt und dann aufgerüttelt, aufgewacht zu sein. Oh Herr, ich darf nicht länger zögern, ich möchte nicht länger zögern. Ich bin mit dir in Harmonie, ich hasse meine Sünden, noch bevor du mir vergeben hast. Und dann hat man schon Leben empfangen, um Buße tun zu können. Man ist aufgerüttelt worden, man ist nicht mehr wie ein Leiche, der nicht denken kann und nicht merken kann, wie sündhaft er ist. Und dann tut man Buße, weil man weiß, wie man Christus schlecht behandelt hat und Gott den Vater missachtet hat. Und dann erhält man für das erste Mal, für das entscheidende Mal, Vergebung all deiner Sünden. Und dann wird Gott all deine Sünden in Tiefe des Meeres in ihm betragen sind und weigert er sich, um wieder daran zu denken, auf seine Weise, dass er deine Sünden wieder gegen dich halten wird. Sei nun eifrig und tue Buße. Ergebnis davon ist absolut Reinigung
durch Jesu Christi Opferblut, Vergebung und Rechtfertigung, rechtfertig erklärt und zu Gottes Gerechtigkeit erklärt worden. Aber, wie ich gesagt habe, es geht um Vergebung und Überleben. In 1. Johannes 5, Verse 9 bis 13. Wie viele Versen lang? Vers 9, 10, 11, 12, 13, 5 Versen lang. Kein einziges Wort über Vergebung der Sünde. Johannes weitet sein Abschnitt diesbezüglich an nur geistliches Geschenk Nummer 2. Und zwar nur an neuen Leben. Gott hat euch ewiges Leben geschenkt, sagt er den wahren Christen. Dies ist schon stattgefunden. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. 1. Johannes 5, Vers 11. Deswegen, Vers 12, wer den Sohn Gottes hat. Zuerst haben wir an ihn geglaubt, aber danach haben wir gespürt, ich habe ihn. Du hast gespürt, ich habe ihn in meinem Herzen. Er wohnt in mir. Der hat das Leben. Alle die anderen haben das Leben überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und dies ist, was wir hier finden. In Form von einem wunderbaren Bild. Einladung zu einem großen, freudigen Festmahl. Festmahl, alle Festmahlzeiten. Der Herr Jesus spricht, nachdem man Buße getan hat, zur gleichen Zeit, siehe, jetzt kommt Geschenk Nummer 2. Siehe, ich stehe vor der Tür. Ich stehe vor der Tür deines Lebens. Ich stehe vor der Tür deines irdischen Existenzes. Ich stehe vor der Tür deines Herzens. Und ich klopfe an, aber ich klopfe nicht so an. Ich klingele nicht. Ich klopfe nicht an. Ich klopfe an, durch das ihr meine Stimme hört. Ich klopfe an deine Tür, an der Tür deines Herzens, durch das du meine Stimme hörst. Und wie habe ich nicht seine Stimme gehört? Und wie hat dies mich nicht mein Herz bewegt? Oh, der Herr Jesus sagt mir jetzt, er steht vor meiner Tür. Er beschäftigt sich jetzt mit mir. Er redet nicht jetzt zu die Person hinter mir oder vor mir oder zu meinem Linken oder zu meinem Rechten. Er sagt mir, ich möchte hineinkommen. Mein Herz sehnt sich danach. Ich sehne mich danach, um in dir zu wohnen. Ich muss hineinkommen. Aber seine Bitte ist eigentlich ein Auftrag. Ich habe plötzlich gemerkt, er hat als König alle Könige geredet. Er hat mich besiegt. Er hat mir den geistigen Hof gemacht. Und niemand will dann mehr Nein sagen, weil dann sagen wir nicht Ja für Jesus, wir sagen Ja für den Herrn Jesus Christus. Er kommt hinein, um Herr deines ganzen Existenzes zu sein. Warum kommt er in deinem Herzen hinein? Die Antwort finden wir unter anderem in Sprüche 4, Vers 23. Bewahre dein Herz mehr als alles, was du bewachen sollst, weil daraus sind alle die Ausgänge deines ganzen Existenzes oder deines ganzen Lebens, deine Gedanken, deine Ideale, deine Träume, deine Ziele und Zwecke, deine Überlegungen, deine Pläne, deine Worte, deine Taten, dein Dienst und alles fließt aus deinem neuen Herzen heraus und deswegen schenkt er uns ein drittes Geschenk, damit er uns Geschenk Nummer 2 schenken kann. Er schenkt uns ein neues fleißendes Herz und dann hörten wir, er möchte hineinkommen. Und dann sagten wir, ja, weil niemand sagt dann mehr nein. Weil man ist so überwältigt durch, wie köstlich er ist, wie wunderbar er ist. Man sagt einfach, oh, Herr Jesus, bitte um sofort, schlagartig. Stell dich eine Sekunde länger draußen. Siehe, ich stehe vor der Tür, ich klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm, nicht zu ihnen, zu ihm hineingehen. Es findet statt eine Person pro Mal. Dies habe ich mehrmals gesehen. In einer Familie, in einer Ehebeziehung findet man immer, entweder trägt die Frau die Hosen oder der Mann
ist das Haupt. Und in vielen Fällen tragen die Frauen die Hose. Ich sehe es überall. Wenn ich gehe für TÜV, dann sagt der Mann steht hinten. Die Frau macht alles hier vorne. Die Frau steht in der Gemeinde auf, um dies zu machen, dies. Sie hat niemand gefragt, sie tut einfach die Dinge. Zu Hause tut sie es auch. Sie fragt ihren Mann nicht. Sie trifft eigentlich die Entscheidungen, wenn ihr Mann sie tadelt. Sagt, ich bin das ab, dann stört sie sich nicht an ihn. Aber, wisst ihr was? Wenn der Herr Jesus anklopft, dann weiß man, er kommt ihn als der König, alle Könige. Er wird König von meinem ganzen Existenz sein, von meinem neuen Existenz. Und er kommt hinein, um das Festmahl mit mir zu halten. Das Mahl ist ein Festmahl. Das Fest aller Festen. Dann sagt er uns auf diese Weise, weißt du was, ich werde dich genießen, die Gemeinschaft mit dir genießen. Aber du wirst auch das Festmahl mit mir genießen und essen. Wir werden einander genießen. Dies ist doch die Botschaft von dem Buch Hohenlied. Wir genießen einander. Ich und meine Geliebte. Meine Geliebte ist meine, ich bin sein. Während wir unter den Linien weinen. Und wie ihr, als dies stattgefunden ist, habe ich gewusst, oh, Herr Jesus, jetzt wohnst du in mir. Jetzt kann ich sagen, ich habe das Leben, weil das der eine, der das Leben heißt, das ewige Leben, wohnt jetzt in mir. Und wie köstlich, wie herrlich, wie hervorragend. Dann wusste ich, ich habe so viel Zeit vergeudet, all diese Jahre, durch dass ich so geistlich aussässig geblieben war. Und ich habe so viel verpasst. Ach, warum nicht früher? Es ist so schön, wenn jemand mit dem Mordes ist, weil er ist so richtig erzogen worden durch Oma und durch Mutti, dass man weiß kaum, wann er zum Glauben gekommen ist. Er war einfach ein Kind Gottes, als er 5 Jahre alt war. Und er kann nicht genau sagen, wann es stattgefunden ist. Aber man sieht, Christus wohnt in ihm. Nur solche Leute werden im Normalfall mächtige Männer und Frauen Gottes. Dies habe ich gemerkt. Die anderen Leute, dies ist eine große Wahrheit, die ich euch jetzt erzähle. Ihr werdet dies nicht in anderen Büchern lesen, nur von mir her. Auch Leute, die in Sündenslamm lebten, wie Whitfield, Matthew Henry, die ist nicht getan, weil sein Vater war ein wunderbarer Mann. Kein Wunder, dass er so einen wunderbaren Sohn hatte. Die Wesleys waren sehr gottesfürchtig, obwohl Arminianisch, aber sehr gottesfürchtig, weil Mama Wesley hat gesagt, ein Kind ist wie ein wildes Pferd, man muss das Pferd einbrechen. Und sie hat nicht gespielt. Sie war immer konsequent. Leute wie Timotheus sind die Leute, die Paulus begleiten mussten. Nicht die Leute, die schlecht erzogen worden sind. Sie kommen nicht vorwärts. Es gibt zu viele Dinge, für den Rest ihres Existenzens kämpfen sie gegen ihre Vergangenheit. Man kriegen diese Leute nicht so weit, um irgendetwas richtig zu machen. Sie werden in den Himmel kommen, aber ganz hervorragend werden sie es nicht werden. Ich weiß nicht, möglicherweise gibt es Ausnahmen. Aber ihr werdet merken, auch Leute, die diese Sklaven treiben, die Leute mit so viel Grausamkeit geschlagen hat, war eigentlich gut erzogen worden. Die Eltern wissen nicht, was sie anfangen, durch dass sie die Kinder nicht richtig formen. Weil wie das Kind geformt ist, so bleibt er auch als Christ. Dies ändert nicht. Obwohl die Person vorwärts kommt in der Heiligkeit, bleibt diese schlechte Dinge noch zu einem großen Maß. Dies habe ich entdeckt in der Kirchengeschichte aus der Bibel. Möglicherweise gibt es irgendwo eine Ausnahme, weil ich glaube, Saul von Tarsus hat eine sehr gute Erziehung gehabt. Er war nicht ohne Erziehung. Denke nicht so. Ich kenne nicht Riesen in Gottes Reich, die als Kinder schlecht erzogen worden. Ich sage nicht, Gott ist nicht allmächtig genug, um eine Ausnahme zu machen. Das ist einfach eine Beobachtung.
Und möglicherweise gibt es einige Ausnahmen, die den Regeln bestätigen. Aber so wunderbar, Mann war Timotheus, du musst ihn mitnehmen. Weil wir haben keinen jungen Mann wie dieser Mann, die so treu als er ist. Timotheus, der so erzogen worden ist. Der Same des Glaubens war in ihm ab seiner Kindheit. Der Heilige Geist muss einfach diese Same lebendig machen. Er war abgesondert für Jesus Christus, geheiligt für Gott und Christus vom Anfang an, durch Oma und durch Mutti. Ach, ich kann euch Geschichte nach Geschichte, aus Biografie nach Biografie, aus Autobiografie nach Autobiografie erwähnen. Spurgeon war super gut erzogen worden durch Opa. Super gut, super passend. Kein Wunder, dass er so ein wunderbarer Mann Gottes geworden ist. Aber lass ich euch sagen, auch die Leute, die so schlecht erzogen worden sind, obwohl sie nicht große Dinge für den Herrn erreichen werden, oder weniger groß, als was sie sein würde, wären sie richtig erzogen worden, garantiert, zweifellos. Weil viel Zeit wird vergeudet, wie Watchman ihn gesagt hat, unser größtes Problem in Christi Gemeinde ist, wir müssen in so viele Tagen und Wochen und Monaten und Jahre lang beschäftigen, um Leute Dinge beizubringen, die sie als junge Kinder lernen mussten. Und dann lernt man nicht mehr eigentlich. Man lernt nicht mehr viel als Erwachsene. Deswegen die Leute bleiben dieselbe geprägt. Sie verpassen viel. Du hast dein Kind kaputt gemacht. Du hast dein Potenzial vernichtet fast. Er wird ein Mann in Christus werden, wenn er gerettet sein wird. Aber er weniger für Christus erreichen, weil er wird viele wilde Dinge tun, die er als Kind gemacht hat. Auch. So. Ich stehe vor der Tür und was auch köstlich ist, Jesus Christus sprach selber und klopft. Aber es gibt doch Ausnahmen. Aber wisst ihr, wäret ihr nicht solche Ausnahmen, hättet ihr so viel wie Frucht für Nährung gebracht. Garantiert waren wir dann viel schneller und besser vorwärts gekommen, zweifellos. Auf jeden Fall. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört, und die Stimme, die man hört, ist die Stimme der Liebhaber der Seele, der Person. Ach, ich liebe dich so. Ich wartete fast eine Ewigkeit lang, um dir zu diesem Punkt zu bringen, um das Festmahl in dir zu halten, mit dir zusammen zu feiern, vom inneren Menschen heraus. Ja, jetzt wird dein Leibtempel meines Geistes werden, und weil mein Geist des Christus ist, werde ich das Festmahl in dir mit dir halten. Und du wirst das Festmahl mit mir essen und genießen. Und dieses Festmahl ist in meinem Fall noch nicht aufgehört. Sag mal, hat noch nicht aufgehört. Und in deinem Fall, wenn du gerettet wärst, hat es auch nicht in deinem Fall aufgehört. Egal, ob du gut oder schlecht erzogen worden bist. Fokussiere nicht mehr auf die Tatsache, dass du in Christus bist. Und weniger darauf, dass du am wenigsten 30% verpassen, weil du schlecht erzogen worden bist. Ja, sei dankbar für die 70% Früchte, die du bringst, weil du in Christus hineingebracht worden bist. Lass uns dankbar sein für unsere Vergangenheit, als er uns erlöst hat. Aber lass uns ausstrecken nach, was vor uns in Christus liegt. Und das Festmahl muss immer köstlicher und immer schöner werden. Je mehr ich von Jesus Christus sehe, beobachten seine Lieblichkeit, je mehr ich Dinge in der Bibel entdecke als alter Mann, je schöner wird das Festmahl. Ich habe so viel weniger gewusst am Anfang. Ich habe nur den Heiligen Geist gehabt und die Bücher von 2 oder 3 Leuten. Die Pastoren haben mir nichts gelehrt. Diese Pastoren von damals hatten uns nichts gelehrt, die wertvoll war. Einfach Quatsch geredet. Ich weiß, ich klinge undankbar, weil ich bin nicht dankbar für solche Pastoren eigentlich. Weil ich denke nicht, man muss einfach für solche Pastoren dankbar sein. Weil sie sollten nicht Pastoren gewesen sein eigentlich.
Die Frage ist, Gott ja, Christus ja als Pastoren eingesetzt hat, oder nicht? Auf jeden Fall. Vergebung und neues Leben. Und so kann ich euch überall in der Bibel diese zwei zeigen. Aber zurück zu Epheser 1 und Vers 2 und Vers 13. Ihr wart zuerst fern, weit entfernt, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremden Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in diese Welt. Ihr gehörte wie die anderen den Satan. Ihr diente den Satan. Vers 4. Ihr tut die Gelüste ihres sündhaften Fleisches aus ihren bösen Herzen heraus. Jetzt aber in Christus Jesus 13 seid ihr, die ihr einst fern war. Dies ist vorbei. Nahegebracht worden. Durch das Blut des Christus gereinigt worden. Damit wir wissen können, wir sind in Christus Jesus. Gereinigt worden durch Jesu Christi Opferblut, damit wir mit Christus Jesus, mit dem himmlischen Christus, das Festmahl fordauernd und vorschreitend halten können. Dies ist, worum es geht. Weil wie wir angefangen haben, sollten wir weitermachen. Diese zwei Dinge sollten nur zunehmen. Wir müssen immer mehr unter dem Strom von Christi Blut leben. 1. Johannes 1, 7 und 9, und immer dankbar werden für das kostbare Blut des Lammes. Und was das, dieses Blut so kostbar macht, wie ich euch mehrmals gesagt habe, ist, dass es sein Blut ist. Es ist Blut meines Heilandes, meines Erlösers, meines Herrn. Und dies war das Maß seiner Liebe zu mir. Ein grenzloses Maß, ein unendliches Maß. Ich bin so dankbar. Ich bin gereinigt worden. Ich bin nicht mehr getrennt von dir. Ich befinde mich nicht mehr als Mensch, auf dem du zornig bist. Oh Gott, Vater und Herr Jesus. Unter deinem Grimm. Ich bin mit dir vereinigt worden. Der Weg ist geöffnet worden. Die Tür ist offen. Der Weg ist geöffnet worden. Ich bin auf diesen Weg gekommen. Aber dies habe ich erfahren, als ich dich erhalten habe in meinem Herzen. Du hast mich so wirksam berufen. Jeder hat seine eigene Geschichte, sollte es haben, von wie die stattgefunden ist. Ich muss euch sagen, bestimmte Bekehrungen kann ich überhaupt nicht erklären. Ich verstehe nicht. Es gibt Leute, die mir sagen, sie wissen nicht von solchen Dingen. Aber ich begreife solche Dinge kaum. Aber auf jeden Fall, wir kommen jetzt zur diese wunderbare Einheit. Lass uns zuerst kurz reden über, wir sind nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Epheser 2, Vers 13. Durch das Blut des Christus. Die Frage ist, was hat das Blut damit zu tun? Dass wir nahegebracht worden sind an Gott, dem Vater, an Christus, so nah, dass wir ineinander wohnen. Die Antwort ist folgendes. Das Blut spricht immer von Gottes Bund. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, hier in Epheser Kapitel 2 und Vers 12 lesen wir von den Bündnissen. Es geht in der Bibel über mehr als ein Bund. Es geht über mehrere Bündnisse. Gott hat einen Bund mit Abraham geschlossen, dann mit dieser Person, dann mit dieser Person, dann mit dieser Person. Und es gab keine Ausnahme, als Gott einen Bund geschlossen hat, gab es immer ein Opfertier. Und aufgrund der Tatsache, dass Opfertier ist schuldig befunden worden, schuldig gemacht worden, anstelle des Menschen, mit dem Gott den Bund geschlossen hat. Und dann ist sein Blut vergossen worden, ist er geopfert worden, sein Blut ist geflossen, damit dieser sündhafte Mensch mit dem sündlosen, heiligen Gott
in einem Bund vereinigt worden konnte. Aber was lesen wir doch in dem Hebräerbrief? In dem Hebräerbrief lesen wir in Kapitel 9 und Vers 12. Aber lasse ich mit 11 anfangen. Als aber der Christus kam als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere Werk und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, 12 auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, weil das Blut von Böcken und Kälbern und Lämmern waren nur indeutend auf Christus vorläufig, bloß ritual und zeremoniell, konnte nicht das Gewissen reinigen, konnte keine Sünde vergeben lassen worden. Und wie köstlich ist Vers 12? Eine der köstlichsten Aussagen in der ganzen Bibel. Auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut. Ein für allemal in das Heiligtum eingegangen. In welches? In das Heiligtum? Wo ist das Heiligtum? Drittel Teil von Tabernakel, von dem Tempel, hinter dem zweiten Vorhang, in diesem Teil des Tabernakels und des Tempels, wohnte Gott in Form eines herrlichen Lichts. Dort begegnet der Hohepriester ihm einmal im Jahr, aber Gott hat gesagt, dies war nur vorläufig. Der Priester, der Hohepriester, an den großen Tag der Versöhnung konnte kaum warten, herauszugehen. Möglicherweise sterbe ich noch hier, obwohl ich Blut habe mit an mir von einem Tier. Ich fühle mich nicht hier wohl. Die Gemeinschaft war nicht schön. Es gab kaum Gemeinschaft. Und es war wie ein Teufelskreis. Immer Angst behalten, immer wieder opfern, niemals ein reines Gewissen erhalten. Aber als Christus die Dinge geändert hat, auf die Weise von Vers 12 auch, ist er nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, mit seinem eigenen köstlichen Opferblut, ein für allemal, in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Eine ewige Erlösung. Wir lesen auch von dem ewigen Bund. Wir lesen nicht nur von der ewigen Erlösung. Alles, was er gebracht hat, heißt ewiglich, ewiglich. Einen ewigen Bund. Wir sind in einem ewigen Bund mit Gott durch Christus hineingebracht worden. Wie dankbar bist du für was in Epheser 2, Vers 13 geschrieben wird, durch das kostbare Blut des Christus ist dies stattgefunden. Wie alle anderen Bündnisse in diesem endgültigen Bund, ewigen Bund, in dem Sinn von, es fängt an in Gottes Gedanken, mit Gottes Ratschluss, mit Gottes Ratschluss in der vergangenen Ewigkeit. Und es wird, dies bedeutet, es gab keine Zeit, dass Gott dies nicht in seine Gedanken hatte und vorhatte. Und es wird auch nicht aufhören. Der ewige Bund hat keinen Anfang und kein Ende. Gott hat diesen Bund mit seinem Sohn geschlossen, lange bevor Adam und Eva gesündigt hat, lange bevor er die Planeten, die Sterne und die Engel und die Pflanzen und Dinge geschaffen hat. All Gottes Werke sind von aller Ewigkeit her an ihm bekannt. Dies ist nicht so ganz optimal übersetzt worden, aber es ist in King James super gut übersetzt worden. Aus dem Griechischen, in diesem Fall aus dem Hebräischen. Aber wisst ihr was? Ich bin so dankbar für den ewigen Blut. Durch das kostbare Blut des makellosen Opferlammes Gottes nahegebracht worden. Und wie es hier geschrieben steht, was steht hier geschrieben? Es steht hier geschrieben, Vers 12, ein für allemal in das Heiligtum eingegangen. Dort wird er bleiben. Auch
Wenn wir in dem Himmel mit ihm und mit dem Vater zusammen, mit Gottes Engel zusammen sein werden, wird er in diesem Heiligtum bleiben und er wird immer sein Blut, sein Vater zeigen. Kein Wunder, dass wir bis in alle Ewigkeit mit Ausdauer, ohne Unterbrechungen über Jesu Christi Opferblut singen werden, weil dies ist der Grund, das Fundament des ewigen Bundes. Sein heiliges, kostbares, makelloses Blut musste fließen, damit wir Vergebung erhalten können, damit wir immer wieder gemäß unter anderem 1. Johannes 1, Vers 7 und 9 Vergebung erhalten können und damit wir auch erfahren können, was in Hebräer 10 geschrieben steht. Was steht in Hebräer 10 geschrieben? Ihr wisst es, ist doch. Hebräer 10, Vers 19, da wir nun ihr Brüder Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum. Was der Autor gemeint hat, wir sollten jedes Mal hineingehen. Jedes Mal, wenn wir beten oder zu Gott nahen, sollten wir sagen, ich komme nicht auf den Grund meiner eigenen Werke, meiner Leistungen, auch nicht aufgrund meiner guten Werke, die ich durch den Heiligen Geist in Christus geschaffen habe zu dir, sondern Kraft des Blutes Jesu Christi habe ich, erfahre ich, genieße ich die Freimütigkeit zum Eingang in das Heiligtum. Und dies findet nicht nur einmal statt. Wir haben den Eingang, Zugang erhalten. Zugang findet eins und für allemal statt. Aber Eingang findet kontinuierlich statt. Jedes Mal wieder im Glauben hinzutreten dazu. Den er für uns eingeweiht hat, Vers 20, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Sein Fleisch ist zerrissen worden, als er am Kreuz hing, zu diesem Ziel und Zweck, damit wir auf den lebendigen Weg durch den zweiten Vorhang, durch den dicken Vorhang hineingehen können. Damals war es dick, aber jetzt gibt es keinen Vorhang mehr, weil der Vorhang ist offen. Gott hat es geöffnet am Tag, bevor Jesus tat, als er ausrief, es ist vollbracht, der Preis ist völlig bezahlt worden. Was sollten wir deswegen als Ergebnisse davon alles machen? Die Anwendungen. 21, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, und wir werden ihn als großen Priester behalten, ewiglich. 22, so lass uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Mit wahrhaftigem Herzen deutet einfach darauf, wir sind ganz ehrlich vor ihm. Wir wandeln gemäß 1. Johannes 1, 7 im Licht mit ihm. Wir verstecken nicht Dinge. Wir bringen unsere Sünden ans Licht, anstatt Ausrede dafür zu haben, halbherzige Weise Buße zu tun. Tun wir vollständige Buße mit allem Eifer, weil er zeigt uns alles. Und deswegen bleiben wir ehrlich vor ihm, bleiben unsere Herzen wahrhaftig und in völliger Gewissheit des Glaubens. Ach, wie fehlt es Christen an völliger Gewissheit des Glaubens und des Vertrauens, weil sie das Evangelium noch nicht gut genug verstanden haben, weil sie noch nicht völlig verstanden haben, was es bedeutet, nahegebracht geworden zu sein durch Jesu Christi Opferblut und durch das man in Christus Jesus in eine neue lebendige Beziehung hineingebracht worden ist. Durch das Wirken des Geistes, Christus wohnt in mir, und ich wohne in ihm. Und beide von uns wohnen im himmlischen Vater. So, da lass uns deswegen in ihn hinzutreten, weil dies ist eine der wichtigsten und der entscheidendsten Anwendungen, die wir machen könnten, im Licht der Tatsache, dass wir so nah gebracht worden sind an Gott und an Christus. Durch das er uns vergeben hat, aufgrund Christi Opferblut, in seinem neuen Bund hineingebracht hat, in dem ewigen Bund hinein. Und zweitens wissen wir, wir sind gereinigt worden, wir werden immer wieder gereinigt. So lass uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los von bösen Gewissen, am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Die Leute streiten sich über, was für Wasser dies ist. Lass uns dies lassen. Vers 23. Lass uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und so weiter.
24, 25, lasst uns treu sein in der Gemeinde aufgrund der Tatsache, dass wir hintreten in Gottes himmlische Gegenwart hinein, hinter dem Vorrang hinein. Hinter dem himmlischen Vorrang hinein. Lass ich euch noch dies sagen. Was in vielleicht sollte ich damit aufhören, weil die Fakten sind einfach wieder zu viel, obwohl ich mit Absicht weniger Fakten vorbereitet habe. Nur 7 Seiten. Aber lasse ich nur noch dies erwähnen. Die Dinge sind so reich. Epheser Kapitel 2, nochmals, Vers 12, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremden Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung, auch nicht ein bisschen Hoffnung, und wart ohne Gott in der Welt. Es gibt nur eine gute Nachricht, ein wahres Evangelium. Ein Preis, den der Herr Jesus völlig bezahlt hat. Ein Christus, der das Leben ist und uns in seinem Gegenwart, in Gottes Gegenwart hineinbracht. Durch das er uns in diese neue Beziehung hineinbringt und hineingebracht hat, durch das Offenbarung 3, Vers 20 stattgefunden ist. Und danach fortzudauern, das Festmahl mit ihm. Jetzt aber in Christus Jesus, Vers 13, seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Lass uns sagen, wir sind nahegebracht worden an Gott, den Vater, und an Christus durch das Blut des Christus und durch das wir in den himmlischen Christus Jesus hineingebracht worden. Um danach immer diese zwei köstlichen Schätze immer mehr zu genießen und zu praktizieren. Aber was ich jetzt sagen möchte ist, wir sind nahegebracht worden auf diese zweifache Weise, damit wir an zwei Orten mit dem lebendigen himmlischen Vater, ja mit Christi Vater, mit unserem Vater und mit unserem Herrn Jesus Christus Gemeinschaft haben können. Und zwar dort in dem Himmel, wo er wohnt, und zweitens hier, wo wir auf der Erde sind. Beide werden uns gelehrt, überall im Neuen Testament. Ihr wisst doch, was ich hier behandelt habe, aus Hebräer Kapitel 10, ist die Gemeinschaft, die wir mit ihm in den Himmel haben, hinter den Vorrang, wo wir mit ihm gesegnet, mit Christus zusammen gesegnet sind, mit allen geistlichen Segnungen in Christus Jesus. Und aber auf die Erde. Oh. Durch das er sagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, bin ich in eurer Mitte. Wir haben doch behandelt, wie Christus in die Galatern vor den Augen gemalt worden sind, als unter ihnen gekreuzigt. Er ist hier. Als das gekreuzigte Lamm. Aber auch als das auferstandene Lamm und als den Herrn aller Herrlichkeit spüren wir seine Gegenwart. 2. Korinther 6, 14 bis 17 und 18. Ich werde in euch sein, in euch und unter euch wandeln, sagt der Vater, sagt der Sohn. Ach, und dann auch die kostbare, die köstliche, herrliche Johannes Kapitel 14 wieder. Johannes Kapitel 14. Vers 21, wir brauchen, um immer wieder an diese Dinge erinnert zu werden. Johannes Kapitel 14, Vers 21, wer meine Gebote festhält und sie befolgt. Eigentlich steht geschrieben, wer meine Gebote hat und sie festhält und sie befolgt. Der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Einzahl, der Herr offenbart sich mir. Offenbare er sich dir auch oder nicht? Wenn nicht, sollst du dich fragen, bin ich wiedergeboren? Wann hat er sich für das letzte Mal dir geoffenbart? Ich höre dies super selten. Ja. Dies stört mich sehr. Es passt nicht. Es ist nicht im Einklang, was hier geschrieben steht. Und dann Vers 23. Jesus sprach zu ihm, zu Judas. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Wenn er nicht Gottes Christi Wort befolgt, ist er verloren. Obwohl er sich so wohl fühlt, ist alles auf einem geistigen Niveau.
bloß emotional, aber nicht echt geistlich, eine Fälschung. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wir werden nicht nur in ihm drin sein, wir werden Wohnung bei ihm machen. Mein Vater macht Wohnung bei euch. Ich mache Wohnung bei euch. Wir kommen zusammen. 24a, wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Liebe Geschwister, begreift doch, dass wir als eine auserwählte Menschen nahegebracht worden sind auf, durch die Reinigung, die durch Jesu Christi Opferblut stattgefunden ist und die immer wieder stattfinden kontinuierlich, 1. Johannes 1, 7, 9 und viele andere Versen. Und durch das wir in Christus hineingebracht worden sind, Vergebung und neues Leben. Beide Geschenke haben wir empfangen und dies nicht nur eine kurze Zeit lang zu genießen, sondern ständig uns in der Gegenwart des lebendigen Christus und des lebendigen Vaters durch Christus zu befinden, damit das Festmahl fortdauern kann. Während wir Gott hinter den Vorhang genießen, wir beten doch nicht zu dem Christus, der in uns wohnt. Dies ist nicht biblisch. Es wäre falsch, den Christus, der in mir wohnt, zu anbeten. Weil wir haben kein Vorbild dafür. Wir lesen immer, der Christus, der sich in dem Himmel befindet, anbeten wir. Der Vater, der sich im Himmel befindet, anbeten wir. In dem Hebräerbrief, der Christus, der sich in dem Himmel befindet, wo er durch die Engel Gottes anbetet werden, ihn anbeten wir auch. Aber trotzdem genieße ich ihn auch hier, wo ich in meinem Herzen meine Gedanken mit ihm Gemeinschaft habe und wo er unter uns ist. Ach, wisst ihr, ich habe so viele, die ich eigentlich dazu hinzufügen möchte. Weil wir haben kaum hier einen Anfang gemacht, aber lass uns eher aufhören. Wenn wir diese Dinge festhalten werden, anstatt zu sagen, wir haben nicht viele neue Dinge gehört heute Abend. Wir sagen ihm, Vater, du hast diese Dinge uns wieder hören lassen. Einigermaßen auf eine neue Weise. Aber auf keine vollständige neue Weise. Damit wir dies erfahren werden können. Damit dies in unsere Gedanken und Herzen durchdringen wird, diese christliche Tatsachen. Damit wir dies als herrliche christliche Realitäten erfahren werden. Weil dann wird auch stattfinden, was noch auf die Erde. Lass ich damit aufhören. Wo zwei oder drei in meinen Namen versammelt sind, ja, bin ich in ihrer Mitte. Aber auch wieder, und dies kennen wir auch super gut, Matthäus 28 nochmals. Damit schließen wir ab für heute Abend. Matthäus Kapitel 28, Vers 18. Und Jesus trat dazu, redete, sie waren am Ölberg. Jesus trat dazu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht, alle Autorität im Himmel und auf Erden. Um was zu tun? Um euch in meine Autorität, in meine Vollmacht, in die Erntefelder rauszuschicken. Deswegen, Vers 19, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Auf welche Leute, wie sollten wir sie zu Jüngern machen, durch das wir sie taufen, nachdem sie geglaubt haben? Und taufen wir sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und durch das wir sie lehren, um alles zu halten, was Christus uns befohlen hat. Wenn ich darauf verzichten würde oder meinen Dienst verwahrlosen würde, um euch nicht alles zu lehren, die Christus uns befohlen hat, werde ich ein super schlechter Pastor sein. Werde ich dafür Probleme bekommen in Christi Gegenwart? Nicht Probleme, um die Hölle geschickt zu werden, aber ich werde viel gnadenlos verpassen. Und lehrt sie alles, haltet, was ich euch befohlen habe. Aber womit schließt das Johannes-Evangelium ab? Mit den christlichen Worten. Wisst ihr, wie viele Bücher der Bibel schließt mit solchen wunderbaren Aussagen ab? Von dem Neuen Testament insbesondere. Insbesondere. Und siehe, ich bin bei euch, ich bin mit euch, jeden zweiten Tag. Jeden zweiten oder jeden dritten Tag, oder?
alle Tage, bis zu 7 Jahren bevor meine Wiederkunft, sagen die Leute, die die falsche Eschatologie haben. Alle Tage bis an das Ende dieser Weltzeit. Bis an das genaue Ende dieser Weltzeit werden wir das Evangelium verkündigen müssen. In Israel kommen Juden immer mehr zum Glauben, während die Tür für die Heiden zugehen. Gemäß, was Paulus geschrieben hat in dem Römerbrief, geht die Tür auf, langsam aber sicher für die Juden, und Hunderte und Hunderte und Hunderte von ihnen werden wahrlich gerettet jetzt dort. Redet zu den Leuten, erkündige euch darüber, mit den Leuten, die wahrlich wissen, was sie dort tun. Aber es ist nicht wunderbar. Nicht nur während ich mich in meiner stillen Kammer befinde, während ich mit den anderen, mit euch zusammen das Evangelium verkünden und Leute belehren, nachdem wir sie getauft haben, weil die Taufe schließt ein, du bist eins geworden mit uns als Gemeinde auch. So bist du initiiert worden als Mitglied. Bestätige mir, dass du zu Gottes Reich hinzugefügt worden bist. Aber während wir so weitermachen, die Versprechung Christi, bin ich bei euch alle Tage, bis an das Ende dieser Weltzeit. Auf welche Weise? In meiner Vollmacht, in meiner Liebe, in meiner Stärke, und er fließt in seine Kraft, in seine Herrlichkeit durch uns. Und warum, denkt ihr, hat er unsere Herzen wieder so bewegt heute Morgen? Weil er war bei uns. Wir schauten wieder seine Herrlichkeit an. Zu all diesen Zielen und Zwecken hat er uns nahegebracht, unser Vater durch Jesu Christi Opferblut. Damit Christus alle Tage mit uns sein können, während wir das Evangelium verkünden und Leute für ihn gewinnen. Es ist doch hier inbegriffen in der Bedeutung, wir werden Leute gewinnen, weil man kann doch nicht Leute taufen, die nicht zum Glauben kommen sind. Man kann doch auch nicht Leute belehren, um alles zu halten, die nicht wahrlich gerettet sind. Oder? Und aber die christliche Gemeinschaft, er fließt in seine Kraft in uns und durch uns die ganze Zeit lang. Ach, hier haben wir ein Buch, das so abschließt. Ihr kennt doch das, ein anderes Buch. Es gibt mehrere solche Bücher. Aber lasst uns mit dem endgültigen Buch der Bibel, mit Buch Nummer 66 wieder abschließen. Wie schließt Buch Nummer 66 ab? Und zwar das Offenbarungsbuch. Das Offenbarungsbuch, Kapitel 22, Vers 20. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Wisst ihr, die einzigen Leute, die so sich sehnen nach Christi Wiederkunft, sie sagen nicht, oh, Jesus, komme doch nicht, sagen, komm, Herr Jesus. Komm, oh König, unsere Herzen, unsere Gedanken, unser Leben, unser Geld, unseres Geldes, unser Besitz, unsere materiellen Dinge, unsere Diensten und alles. Während wir die christliche Gemeinschaft erfahren, weil dies facht unsere Herzen für ihn immer mehr an. Er ist doch unser himmlischer Bräutigam, es ist doch passend. Aber er sehnt sich nach, warum denkt ihr, hat er gesagt, ich habe viele Dinge bezeugt in diesem Buch, aber ich sage euch, ja, ich komme bald. Warum wirst du kommen, Herr Jesus? Ich komme für meine Braut, um meine schöne christliche Braut zu mir zu nehmen. Ach, komm doch, Herr Jesus. Mit anderen Worten, dann sind wir im Einklang mit ihm. Und deswegen Kolosser 3. Ach, ich wollte noch Offenbarung 19 abhandeln, aber ich werde darauf verzichten. Lass ich noch nur etwas sagen über Kolosser Kapitel 3 wieder. Kolosser Kapitel 3. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, wenn ihr wahrlich nicht mehr in dem geistlichen Tod des Existenz drin seid, so sucht das, was droben ist. Wo ist droben? Droben ist, wo der Christus, der lebendige Christus in seinem Verheißleib ist, in dem Himmel, sitzend zur Rechten Gottes. Danach sollten wir trachten. Während wir mit ihm unsere Herzengemeinschaft haben, während er hier unter uns wunderbar wirkt, haben wir dort mit ihm die wunderbare Gemeinschaft. Und wir trachten nach den Dingen, die droben sind. Vers 2, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist.
Denn ihr seid gestorben. Warum trachten wir nicht nach dem, was auf Erden ist? Weil da zu diesen Dingen sind wir gestorben. Doppelte Kreuzigung. Doppelt gekreuzigt worden. Ich bin der Welt ist mir gestorben, sagte Paulus. Und euer Leben ist jetzt wo? Ganz verborgen. Mein wahres Leben ist nicht sichtbar. Mein wahres Leben ist verborgen, aber wo? Mit dem lebendigen Christus, der sich in dem Himmel auf dem Thron befindet, aber er befindet nicht nur auf dem Thron, er befindet sich auch in dem Herzen des Vaters. Mit dem Christus in Gott, dem Vater. Dort bist du. Warum? Im Herzen des Vaters drin mit Christus zusammen, im Herzen seine ewige, unendliche Liebe. Während wir nachsinnen über unsere, und weil wir genießen, was in Vers 3 geschrieben steht, drei Dinge. Während wir tun, was Vers 1 und 2 uns sagt, genießen wir Vers 3 und sehnen wir uns nach, was kommt in der Zukunft ab Jesu Christi Wiederkunft. Vers 4. Dies kommt, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dies kommt noch, werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wie herrlich wird seine Braut aussehen? Wie wird sie mit ihrem zweiten Kleid auch bekleidet sein, mit Christus als ihre Gerechtigkeit, aber mit ihren eigenen guten Werken auch, die sie in Christus getan haben. Während sie mit Christus zusammen die Dinge hier auf die Erde gemacht haben, während sie zur gleichen Zeit hinter den Vorhang in den Himmel Gemeinschaft hatten. Der Teufel ist völlig umringt und besiegt, weil wir haben überall Gemeinschaft mit ihm. In dem Himmel, auf die Erde, in unserer himmlischen Existenz, in unserer irdischen Existenz. Während wir evangelisieren, während wir uns hier treffen, überall. Ach, und es dauert fort, er weiß nicht, was er tun muss. Weil wir sind verborgen mit Gott, Christus in Gott, dem Vater. Der Teufel kann nicht eine Pistole nehmen, um dorthin zu gehen, um uns dort zu erschießen. Er kann Christus auch nicht erschießen. Und aus zu diesen Zielen und Zwecken ist stattgefunden. Damit schließe ich ab, was in Vers 13 geschrieben steht. 12. Dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, Vers 13, in Christus Jesus, in dem himmlischen Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern war, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Ach, lass ich eher nicht euch sagen, woran ich jetzt alles denke. Und dann werde ich nicht abschließen können. Nahegebracht worden, immer nah an ihm zu sein. Um mich nah an ihn zu fühlen, aber dies ist kein falsches Gefühl. Dies ist ein echtes Gefühl, keine Fels. Keine bloß geistliche Sache. Geistliche Sache, sondern eine geistliche Sache. Höchstes Niveau. Und dies, wir alle zusammen. Und jeder für sich selber. Wisst ihr, diese Dinge sind mit keinem falschen Christ, mit keinem bloßen bekennenden Christ noch stattgefunden. Nichts davon. 0,0% von all diesen Dingen. Die Bündnisse Gottes gehören diesen Menschen nicht. Der ewige Bund gehört diesen Menschen nicht. Kein Wunder, dass die Bibel uns lehrt, wir sollten uns prüfen, ob wir wahrlich im Glauben sind, ob Christus in uns drin ist. 2. Korinther 13 und Vers 5. Ich höre immer mehr Predigen von Spurgeon an und von Paul Washer, sie predigen über dieses Thema die ganze Zeit. Aber dies ist entscheidend. Aber eigentlich prüfen wir uns nicht mehr so häufig, oder? Weil wir haben schon die Prüfung bestanden und jeden Tag bekommen wir neue Bestätigungen. Er wohnt in mir, ich wohne in ihm. Wir finden ihn so köstlich und so wunderbar, aber die Leute, über die wir Zweifel haben, fordern wir dazu, prüft euch doch. So, ich rede zweitens auch eine Minute lang oder zwei Minuten lang zu den Verlorenen. Ich sage ihnen jetzt, suche Christus, solange er noch nah ist. Heute ist der Tag, jetzt ist die Zeit, wann wirst du anfangen, ihn zu suchen und möchtest du warten, bis es zu spät geworden sein wird. Wir haben heute Morgen wieder gesehen.
die Orten, die Städte und die Dörfer, wo er hineingegangen war, und sie hatten nicht an ihn geglaubt, sie hatten ihn missachtet, sie hatten die Zeit ihrer Heimsuchung verpasst, missachtet, hat er verlassen, endgültig und zum Boden hineingestürzt. Sag, ich werde als Fels euch alle noch zermalmen. Ach, oh Freundin, weder Kind oder Erwachsen, weder Jung oder Alt, komme doch zu mir in Jesus, weil wir lesen für das letzte Mal vom Evangelium Jesu Christi, auch auf der letzten Seite der Bibel, und zwar in Vers 6, 17 von Offenbarung 22. Und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm, und wenn da dürste, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens, und sonst durch das du zu Christus kommst. Schenkt er dir das Wasser des Lebens umsonst? Das Leben umsonst, weil er ist doch das Leben. Liebe Geschwister, liebe Freunde, lass uns die Anwendungen machen, lass uns erkundigen, meditieren, uns vergewissern von diesen Dingen, bis unsere Herzen brennend sein werden, brennender und brennender werden würden und wir unsere geistigen Schätze nicht mehr länger verpassen werden. Soli Deo Gloria. Amen.